So Leute, willkommen zurück zu Let's Play God of War. Das war wieder ein super Cliffhanger von mir, weil wir ja hier irgendwo herumhängen. Und ihr seid natürlich auch vom letzten Part an, seid ihr die ganze Zeit am PC geblieben, habt darauf gewartet, dass der nächste Part erscheint, weil ihr wissen wolltet, ob Kratos es jetzt endlich schafft, die Büchse der Pandora zu finden und ob er es schafft, Ares zu töten. Aber das werdet ihr noch nicht in diesem Part erfahren, sondern erst etwas später. Aber wir kommen dem Ziel schon immer etwas näher. Und ja, so... Ja doch, nee, lange dauert es nicht mehr, aber kurz auch nicht. Also, wir sind so gut in der Mitte, würde ich sagen. Vielleicht etwas darüber, aber es ist noch einiges vor uns, also keine Angst. Und ja... Wir werden noch genügend Spaß mit Kratos haben und mit diesen ganz vielen Zombies, die mich hier ein bisschen herumnerven und ich ihnen deswegen erstmal ein bisschen ausweiche. So, hallo, wie geht's dir, mein Freund? Zack, 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 runter mit dir. Gut, hier rüber und rüber und rüber. Ach komm, runter. Ja, sie begleiten mich, weil sie mich so gern haben. So, Moment, hier warten. Ach, ich habe etwas verpasst. Moment. So, sterbt, sterbt. Moment. Ach. Seien wir nicht so. Wir stufen Poseidons Zorn hinauf, oder? Ja, machen wir mal. Das hätte ich schon früher machen sollen, als ich schon dort bei der einen Stelle ein paar Mal gestorben bin. Denn jetzt ist er stärker und jetzt können wir die L2-Taste drücken. Also, komm, so drücken. Und dann die Kreistaste drücken, um den Spruch etwas länger bestehen zu lassen. Und das ist doch ganz cool. Ja, jetzt ist er auch nicht so lange stehen geblieben, aber naja, was soll's. So, Moment. Komm, stirb, lauf. Denn ich will nochmal zurückklettern. Ja, ich will zurückklettern. Ich glaube, ich habe etwas verpasst. Komm, stirb. Okay, gut. So, geht's hier runter. Ne, Moment. Hier runter will ich gar nicht. Sondern ich will wieder hier zurück. Und jetzt hier runter vielleicht. Ich glaube, hier hat es noch irgendwo eine Stelle, an der ich irgendwas finden kann. Ja, ich glaube, hier war es. Genau. So. Hier habe ich eine Truhe gefunden. Dort drin sind nur rote Orbs. Schade. Aber besser als gar nichts. Ich nehme mir lieber ein paar rote Orbs mit, als dass die Kiste dann irgendwie leer ist oder irgendwie nur ein Zettel drin ist, in der steht, hey, ich fülle die Kiste mal irgendwann mal mit roten Orbs voll, aber diesmal hatte ich keine Zeit, tut mir leid. Viele schöne liebe Grüße, der Spieleentwickler. Ja, da ist mir schon lieber, dass rote Orbs drin sind, denn die können wir wenigstens gebrauchen, um unsere Attacken und unsere Waffen aufzugraden. Das ist so eine deutsch-englische Kombination, aufzugraden, versteht ihr? Nicht upgraden und auch nicht aufwerten, sondern aufgraden. Klingt viel cooler. Hat hier unten noch was? Schauen wir erstmal hier hin. Moment, nein. Ah, gut. Wir müssen wieder unsere Magie auf... Nein! Ach, ist ja auch egal. Den Hebel können wir ruhig betätigen. Dort unten hat es, wie ihr seht, noch eine Kiste mit roten Orbs. Die holen wir uns auch noch schnell. Es hatte doch noch etwas hier unten. Dachte ich mir schon. Jetzt weiß ich es auch. So, ein paar rote Orbs haben wir wieder eingesammelt. Und jetzt gehen wir rauf. Füllen wieder unsere Magie auf. Denn jetzt kommt eine wieder etwas kniffligere Stelle, bei der ich durchaus sterben könnte. Nämlich hier. Jetzt tauchen ganz viele Gegner wieder auf und irgendwann mal klappt der Boden so in sich zusammen. Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. So, zack. Und nein, wieder verdrückt. Ah, oh, ich wollte eigentlich schon Poseidons Zorn machen, aber nicht hier gegen eine Gegnerin, sondern das sollte ich am besten machen, wenn ich ganz viele Gegner um mich herum versammelt habe, so ja wie hier ungefähr. So, komm, stirb. Ah, das sieht wieder mal wirklich wunderschön aus. So, du bist tot. Also nicht tot, aber das Schild ist wenigstens weg. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst fällt halt hier der Boden auseinander und ich falle runter. Also, setz ich mal lieb. Ach, ich habe keinen Poseidon-Zorn. Oh, sieht gar nicht gut aus. Sieht wieder mal nicht gut aus. Ich werde sterben. Ich weiß es schon jetzt.
So, komm. Stirb. Nee, komm, ich muss die Sirenen töten, damit ich wieder ein bisschen Magie habe und damit die Gegner ausschalten kann. Komm, schaff das vielleicht doch noch. Sieht nicht gut aus, ich brauche viel zu lange für diese Stelle. Komm, stirb. Gib mir ein bisschen Magie. Nein, keine Magie. Okay, ich bin tot. Sehr schön. Ich muss das viel schneller schaffen irgendwie. Och, ich bin so schlecht. Das gibt's ja gar nicht. Aber wisst ihr was? Macht es doch einfach besser, wenn ihr so viel besser seid als ich. Dann macht es einfach besser. Zeigt mir, wie gut ihr seid, wie viel besser ihr seid, anstatt immer nur zu sagen, hey, du bist sowas von schlecht. Denn das kann jeder sagen, aber es besser machen, das kann nicht jeder. So, jetzt macht es hoffentlich etwas besser. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt hat es doch ziemlich gut geklappt. Also der Anfang war richtig gut. Jetzt muss ich, ach nee, nicht so weitermachen. Und etwas besser wieder weitermachen. Komm, seid ihr tot? Seid ihr alle tot? Nur noch dieser Typ hier. Ja, ich werde es schaffen. Sehr schön. Gut, jetzt habe ich es viel besser hingekriegt. Wieso nicht gleich so? Wieso verdammt nochmal nicht gleich so? Jetzt können wir uns hier den Hebel holen. So, holen wir uns. Ja, ich will den Hebel. Deswegen bin ich ja auch hier. Hebel des Atlas. Den haben wir erhalten. Sehr schön. Jetzt können wir wieder hier zurück eilen. Wir eilen zurück. Oh je, oh je. Und die Truhe ist wieder voll. Cool. Gut, nehmen wir Magie. Obwohl ich wahrscheinlich wieder hätte Leben nehmen sollen. Denn hier irgendwo wird es sicher kein Leben haben, sondern nur so eine Truhe mit Magie drin. Na gut, hier nicht. Hier speichern wir auch nichts, sondern wir gehen wieder zurück. Moment. Ja, doch, hier muss ich zurück, oder? Ja, hier muss ich zurück. Genau, hier muss ich nochmal durchgehen. So, Moment. Komm, gerade sehr schön. Ja. Jetzt nochmal. Moment, abwarten. Und so. Nee. Ach, die machen dreimal das Teil-Dings. Egal. So. ja, sehr gesprächig. Ich weiß. Komm, rüber. Ja, sehr schön. Geschafft. Wir haben nur etwa die Hälfte unseres Lebens verloren. Aber wir haben es immerhin geschafft. Juhu, yuppie, yuppie. Und hier sind wieder die Kreissäge. Gut. Erstmal den Schalter, den Hebel hier betätigen. Moment. So, jetzt etwa zu der Zeit. Damit ich jetzt so hier rüber kann. Ohne mich von den Kettensägen treffen zu lassen. Von den Kreissägen. Es sind keine Kettensägen, sondern Kreissägen. Weil, ach, nee, Mist, jetzt schaffe ich es nicht. Oder, ah doch, noch ganz knapp geschafft. Sehr schön. Gut, haben wir das beim ersten Mal geschafft, ohne dass der Dings wieder zugeht. Obwohl, wir haben es ja schon mal versucht. Obwohl, nicht ganz so richtig, sondern nur noch halbwegs. Also, wir haben zumindest die Hebel beide mal betätigt. So. Und ganz toll, hier kommen wieder Gegner. Ich habe natürlich mein Leben nicht voll aufgefüllt. Sehr schade. Ich werde wahrscheinlich wieder sterben. Aber nun ja, was soll man machen? Moment, ich versuche es mal so. Medusas Blick. Und jetzt kommt. So, komm, versteinere ihn. Sehr schön. Er ist versteinert und er ist tot. Und du bist nicht versteinert. Gut, versuchen wir es nochmal. Jetzt bist du versteinert. Sehr, sehr, sehr toll. Ausgezeichnet. Wir haben sie getötet. Beide Minotauren haben wir getötet. Ne, wir gehen noch nicht weiter. Ne, 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 ne. Sondern wir gehen erstmal hier hin. Gut, hier hat es nichts. Dann gehen wir mal hier. Schaffe ich es schon hinten? Ja, hintenrum schaffe ich es. Und hier ist die der erste Medusa-Schlüssel. Medusa-Schlüssel. Musenschlüssel. Blick der Medusa und Musenschlüssel kombiniert. Ergibt dann halt Medusenschlüssel. So, jetzt können wir das. Komm, oh. Komm, Kratos. Kratos. So, zieh daran. Und jetzt bewegt sie sich, sich die Kugel nach oben, indem der liebe Steinmann sie lüpft. Yeah, also lüpft. Gibt es das im Deutschen überhaupt? Lüpfen. Keine Ahnung. Also hochheben heißt das auf jeden Fall. Wenn es das im Hochdeutschen nicht gibt, aber im Schweizerdeutschen gibt es das. Und ich bringe ja öfters mal Schweizer Wörter aus dem Dialekt in die deutsche Sprache mit ein. Hier kommt doch Gegner, oder? Gegner? Gegner? Hier sind sie.
Was? Ey, nur einen. Mist, ich wollte doch alle versteinern. So, Moment, wir gehen nochmal zurück. So, sie verfolgen mich natürlich. Und, komm. Sehr schön. Jetzt haben wir alle versteinert. Leider nicht mehr allzu viel Magie. Und ja, vielleicht reicht es noch für ein paar Gegner, um sie zu versteinern. Versuchen wir es gleich. Ja, nee, keinen hat es geschafft. Schade. Gut, wir machen es halt wieder mal mit den Klingen, denn mit dem Messer geht es besser. Kennt ihr das gute Sprichwort? Das gute alte Sprichwort, mit dem Messer geht es besser. Das ich jetzt gerade zweimal gesagt habe, nämlich mit dem Messer geht es besser und ich habe eine Phönixfeder erhalten. Gut, gut, gut. Vielleicht habe ich wieder ein paar verpasst. Das ist mir jetzt im Moment egal. Jetzt sorge ich erstmal dafür, dass ich hier ein paar rote Orbs bekomme, dass ich diesen Bogenschützen auf seinen Kollegen hier schmeiße und dass es nicht so laggt. Gut, es laggt nicht mehr. Sehr schön. Gehen wir weiter. Und hat es hier noch was, was wir holen können? Ne, ich glaube nicht. Gut, dann betätigen wir den Schalter. Legen wir den Hebel um, wie auch immer. Und jetzt kommt eine kleine Zwischensequenz. Yeah. Wir haben die Prüfung des Atlas gemeistert, ausgezeichnet, und deswegen zerstören wir noch kurz die Vase und gehen raus. Ja, und ist hier, ja, hier ist eine Truhe und da drin sind nur rote Orbs leider. Und hier ist keine Truhe, schade. So, gehen wir dahin. Was erwartet uns hier? Schönes. Wollen wir das lesen? Ja, wir lesen es mal. Mein jüngster Sohn lacht nicht mehr. Tod im Dienste seines Vaters. Tod im Dienste der Götter. Der Bau dieses Tempels hat ihn das Leben gekostet. Möge das Glück ihn hold sein, auf dass sie ihres nicht auch verlieren. Pathos Verdes der Dritte. Hauptarchitekt und treuer Diener der Götter. Yeah. Der gute alte Pathos. Wie heißt er schon wieder? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Seht ihr, wie schnell das geht? Ich lese es gerade und schon habe ich wieder seinen Namen vergessen. So schnell geht das bei mir. Oh, wer ist denn das? Schauen wir mal, ob wir den Kopf abreißen können, denn der sieht ziemlich schön aus. Ja, ich nehme mir mal den Kopf mit. Ich bin so frei. Ah. Sie haben den Kopf des Architektensohns erhalten. Ausgezeichnet. Was können wir denn damit machen? Erstmal öffnet sich hier ein Durchgang, bei dem wir hier runtergehen können. Wir können auch runterspringen, das geht etwas schneller. Ne, nicht Magie, sondern Leben. Ja, Leben auffrischen. Ich könnte natürlich auch Magie auffrischen, aber Leben ist mir jetzt lieber. Kommt hier irgendwo bald ein Speicherpunkt, dann kann ich endlich speichern und die Aufnahmen beenden und die PlayStation 3 ausschalten. Denn ja, ich würde das gerne mal wieder machen. Ich hänge schon ziemlich lange an diesem Spiel. Also ich meine, ich nehme schon ziemlich lange am Stück auf und ich würde gerne wieder etwas abschalten. Aber hier kommt erstmal eine Zwischensequenz. Die Leichen jener, die die Büchse der Pandora gesucht hatten, lagen vor ihm. Und plötzlich wusste Kratos, wer das getan hatte. Denn nicht zum ersten Mal sah er die Trümmer, die Ares und seine Lakaien hinterlassen hatten. Er hatte es selbst erlebt, vor vielen Jahren. Als jüngstem und tapfersten Hauptmann der Armee Spartas waren seine Männer Kratos treu ergeben. So hatte er sie durch jede Schlacht geführt. Bis zu jenem Tag. Die Barbaren im Osten erschienen zu Tausenden und stießen auf die Spartaner herab. Ohne Gnade. Die Schlacht dauerte nur Stunden. Die Disziplin und Übung der Spartaner war der Flut der gnadenlosen Barbaren nicht gewachsen. Die Soldaten erlebten ein Massaker und ihrem jungen Hauptmann stand das Ende seiner Karriere und seines Lebens bevor. Doch der Sieg war Kratos jeden Preis wert. Selbst seine Seele. Ares! Töte meine Feinde!
und mein Leben ist dein. Dieser verzweifelte Hilferuf sollte Kratos teuer zu stehen kommen. Bei den Göttern, was ist aus mir geworden? Aus dir ist einer der mächtigsten Krieger ganz Griechenlands geworden. Gut, mecke nicht immer rum, Kratos, sondern öffne die Truhe. Und ist hier dahinter vielleicht irgendwo ein Speicherpunkt? Jupp, dort ist einer, ich weiß es. Also dort, jetzt hier. Yep. Also beende ich die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Tag noch und tschüdelü.